Viktor Klemperer, geboren 1881 in Landsberg an der Warthe und 1960 in Dresden gestorben. Viktor Klemperer war längst schon ein angesehener Professor für Romanistik in Dresden, als am 30. Januar 1933 bürgerliche Parteien Hitlers NSDAP in die Regierung und an die Macht brachten. Er war ein Wissenschaftler, dessen intellektueller Horizont buchstäblich zwei Jahrtausende umfasste, von der Antike bis in seine Gegenwart. Berühmt geworden aber ist er als Analytiker des täglichen Faschismus und seines Sprachgebrauchs. Das Tagebuch, das Klemperer in der Nazizeit führte, erschien 1947 unter dem etwas sonderbaren Titel LTI mit dem Untertitel Notizbuch eines Philologen. Es war das wichtigste Buch seines Lebens. Die Abkürzung LTI steht im selbstironisch gelehrten Latein des europäischen Humanisten für die Lingua Tertii Imperii, also die Sprache des Dritten Reiches. Und dieser Titel parodiert die gleichermaßen pompöse und bürokratische Abkürzungswut des nationalsozialistischen deutschen Alltags mit seiner Überordnung aller Lebensbereiche. Und damit beginnt gleich das Werk selbst. Es gab, schreibt Klemperer, den BDM und die HJ und die DAF und ungezählte anderer solcher abkürzenden Bezeichnungen. Und nun also antwortet er mit LTI. Entstanden ist dieses Buch aus verstreuten Notizen und Beobachtungen, sozusagen on the spot. Es unterläuft die Grenzen zwischen den Diskursen und Disziplinen. Klemperers Abrechnung mit der Sprache und den in ihr vermittelten Denkschemata des faschistischen Deutschland ist linguistisch und literaturwissenschaftlich begründet. Aber sie gelingt gerade deshalb so eindrucksvoll, weil das Buch mehr ist als ein sprachwissenschaftlicher Traktat. Klemperer betreibt Sprachkritik, indem er das tägliche Gerede in Zeitungen und im Rundfunk, an der Universität und auf der Straße belauscht und beobachtet. Kein Ausdruck ist ihm zu beiläufig, keine Geste zu unauffällig. Und immer hat er einen Sinn für die unfreiwillige, oft makabre Komik, in der sich die totale Herrschaft selbst entlarvt. Die Signatur seiner Epoche entdeckt er in ihren Leitbegriffen, in ihren Schlagworten, aber auch in ihrem Satzbau. Wer verstehen will, wie der Faschismus sich leise in den Alltag einschleicht oder lautstark in ihn einmarschiert, wie er große Brüche in den Lebensverhältnissen erzeugt und kleinste Haarrisse im nachbarschaftlichen Umgang, wie er Köpfe berauscht und verdreht, Redeweisen manipuliert und Diskurse verschiebt, wer das verstehen will, der findet in Klemperers Aufzeichnungen ein unerreichbares Modell. An ihm habe ich mich zu orientieren versucht, in einem Bändchen, das im Reklamverlag aus einem Vortrag im Zentralkomitee der deutschen Katholiken hervorgegangen, die Sprache der parlamentarischen Rechten untersucht. Dabei konzentriere ich mich in der Kürze der Zeit auf die, wie mir scheint, zentralen Denkfiguren dieser Rhetorik. Die beruht nämlich auf der Suggestion eines unüberbrückbaren, eines notwendigerweise feindseligen Gegensatzes zwischen einer geschlossenen und homogen gedachten Gruppe der eigenen und einer ebenso geschlossenen und homogen gedachten Gruppe der anderen. Wir hier gegen die da. Da in Deutschland, aber auch in Frankreich, den USA und anderen Ländern des Westens diese Feindgruppe in den letzten Jahren mehr oder weniger umstandslos mit dem Islam identifiziert wird, in dessen Abwehr auch traditionell antisemitische Stereotypen wiederkehren, möchte ich jetzt zunächst ein paar rhetorische Strategien der AfD erörtern, mit ihren offenen und verdeckten Bezügen zu nationalsozialistischen Vorbildern. Und ich möchte in einem ganz kleinen Exkurs zumindest knapp einen Blick werfen auf die Islamrezeption in der deutschen Literatur, meinem eigenen Feld. Damit will ich versuchen, den Ausgrenzungsversuchen der nationalistischen Rechten ein Beispiel gegenüberzustellen. Das Beispiel einiger kulturgeschichtlich fruchtbarer Grenzüberschreitungen, die einhergehen mit Transformationen sowohl des jeweils eigenen wie auch des jeweils angeeigneten. Also zunächst zur Sprache der parlamentarischen Rechten. Fast immer sind die Definitionen des vermeintlich oder vorgeblich abendländischen
deutschen patriotischen Wir in den Hassfloskeln von Pegida und AfD und Querdenkern negativ bestimmt? Welche Merkmale die Gruppe positiv auszeichnen soll, die das Wir benennt, das bleibt entweder offen oder es wird angedeutet mit vagen Gemeinplätzen, die einer genauen Nachfrage nicht standhalten. Der am häufigsten gebrauchte dieser Gemeinplätze ist der Hinweis auf eine angeblich spezifische und geschlossene deutsche Kultur. Was immer das sein mag, ich komme darauf zurück. Vor allem aber, da er positiv eigentlich nicht gefüllt ist, bestimmt sich der Begriff Wir durch den immer wiederkehrenden Hinweis auf diejenigen, die nicht dazugehören sollen. Wir sind vor allen Dingen die, die nicht so sind wie die da. In einer privaten Mail, die sie im Nachhinein und unglaubwürdig zur Fälschung erklären ließ, hat Alice Weidel beklagt, dass, so schreibt sie, dass wir von kulturfremden Völkern überschwemmt werden, wie Arabern, Sinti und Roma etc. Überschwemmt sieht Frau Weidel also uns nicht etwa von Völkern, denen unsere Kultur fremd ist, was als Behauptung über die seit Jahrhunderten in Europa lebenden Sinti und Roma immerhin auch nicht sehr weit entfernt ist von Hitlers Satz, ein Jude könne niemals ein Volksgenosse sein. Sondern Frau Weidel sagt, dass wir überschwemmt werden von kulturfremden Völkern, also von Menschen, denen nicht nur unsere Kultur, sondern die Kultur schlechthin fremd ist. Sie meint das, was im antiken Griechenland die Barbaren hieß. Und sie beschreibt das Ankommen dieser Barbaren bei uns wie eine Naturkatastrophe, als Überschwemmung. In einer so barbarischen Konfrontation aber erscheint tödliche Gewalt unausweichlich. In einer Rede vor dem Bundestag im Mai 2018 hat Frau Weidel das in einer suggestiven Begriffskombination nahegelegt. Die Suggestion bestand nun nicht allein in der Verbindung von Kopftuchmädchen und Taugenichtsen, die Frau Weidel einen Ordnungsruf des Parlamentspräsidenten einbrachte. Sie bestand vielmehr in der Kombination von, wörtlich zitiert, Kopftuchmädchen und alimentierten Messermännern und Taugenichtsen. Sonstigen Taugenichtsen. Diese Kombination unterstellt nämlich gleich viererlei. Erstens, dass für einen muslimischen Mann das Messer dieselbe Bedeutung habe wie für eine muslimische Frau das Kopftuch. Zweitens, dass das eine, das Messer, so gewaltaffin sei wie das andere. Drittens, dass die so interpretierten Attribute Messer und Kopftuch bei Muslimen als die jeweils maßgebliche soziale Geschlechtsmarkierung fungierten. Frauen erkennt man am Kopftuch, Männer am Messer. Und viertens, dass beide Attribute ihre Trägerinnen und Träger ohne weiteres, als sei das von selbst evident, als Taugenichtse zu erkennen geben. Wer diese Fremden alimentiert, wie es Frau Weidel in diesem Fall den Grünen vorwarf, der finanziert in ihrer Logik das Verbrechen an unserem Volk. Desselben Verfahrens bedient sich Beatrix von Storch in einer Mitteilung, die ebenfalls die anderen, die nicht wir sind, suggestiv als Barbaren markiert, indem sie vor den Migranten mit den Worten warnt, es handle sich um, wörtlich, barbarische, muslimische, gruppenvergewaltigende Männerhorden. Das ist nicht nur in der Wortwahl offensichtlich beleidigend und verletzend und ja auch so gemeint. Es ist auch im Satzbau bemerkenswert. Das ist in der allgemeinen Empörung oft übersehen worden. Ich meine, die unauffällige Parallelisierung der drei Attribute, deren Neben- und Ineinander denselben Schein von Selbstverständlichkeit erzeugen soll, wie die Kombination von Musliminnen mit Kopftüchern und Muslimen mit Messern. Denn Frau Storch warnt ja nicht lediglich vor barbarischen und gruppenvergewaltigenden Männerhorden, deren Mitglieder im hier behandelten Fall allenfalls Muslime wären, sondern sie hat das muslimisch zwischen die Worte barbarisch und gruppenvergewaltigend so selbstverständlich eingeschoben, als gehöre es zur selben Linie, in dasselbe Begriffsfeld. Folglich liegt hier, wie auch sonst, die Vorstellung barbarischer Gruppenvergewaltigungen ohne Muslime
außerhalb von Frau von Storchs Wahrnehmung. Alexander Gauland hat in seiner Rede anlässlich einer AfD-Demonstration für unsere Heimat 2016 in Elsterwerda, den, so schreibt er, dann sagt er, den Versuch angeprangert, das deutsche Volk allmählich zu ersetzen durch eine aus allen Teilen dieser Erde herbeigekommene Bevölkerung. Das ist die berühmte Austauschhypothese. Wer aber unternimmt diesen Austauschversuch? Wer will die Deutschen durch Fremde ersetzen? Oder mit Gaulands verächtlicher Kontrastierung das deutsche Volk durch herbeigekommene Bevölkerung. Ohne es anzusprechen und ohne argumentative Begründung bezieht sich Gauland auf die rassistische Verschwörungstheorie von der großen Umvolkung, wie sie vom rechtsradikalen deutschen Publizisten Götz Kubitschek bis zu Donald Trump vertreten und mit Vorliebe vermeintlich jüdischen Weltverschwörern wie George Soros zugeschrieben wird. Entsprechend hat Gauland in Übernahme einer Formulierung von Björn Höcke hinzugefügt, dass, so hat er damals gesagt, die Kanzlerdiktatorin Merkel das deutsche Volk völlig umkrempelt und viele fremde Menschen uns aufpfropft und zwingt, die als eigenes anzuerkennen. Aufpfropft. Gaulands gärtnerische Metapher verschiebt den Konflikt unauffällig und eben deshalb so wirkungsvoll von der Politik in die Biologie. Wir sind hier verwurzelt, naturwüchsig, ein Volk wie ein Baum. Die Volksfremden werden uns gewaltsam aufgepfropft als biologisch fremde Triebe. Gaulands Metapher ist in ihrem Kern rassistischer, als man es ihr auf den ersten Blick ansieht. Aus dem rassistischen Untergrund der Unterscheidung zwischen den Barbaren dort und uns Kulturträgern hier. Aus ihr ergibt sich die unterschiedslose Anwendung auf Erwachsene und Kinder gleichermaßen. Sie ergibt sich mit mörderischer Konsequenz. Wo es nämlich um den Unterschied nur noch geht zwischen biologischen Substraten, zwischen eigenem und fremdem Erbgut, da spielen auch Altersunterschiede keine Rolle mehr. Da gibt es keine Individuen, sondern nur eine bedrohliche Masse. Eine, wie Gauland in derselben Rede formuliert hat, gegen das deutsche Volk gerichtete Politik, wörtlich der menschlichen Überflutung. Einen Wasserrohrbruch, hat der im Februar 2016 im Zeitmagazin erklärt. Einen Wasserrohrbruch dichten sie auch nicht ab. Wir müssen die Grenzen dicht machen und dann müssen wir die grausamen Bilder aushalten. Aus diesem Satz hat er dann mit kalter Präzision gefolgert, wir können uns nicht von Kinderaugen erpressen lassen. Halten wir die Metaphorik fest und nicht nur die offensichtlich inhumanen Argumente. Wer die Flut der Barbaren zurückdrängen, als Wasserrohrbruch abdichten, dabei grausame Bilder aushalten und sich von daraus hervorblickenden Kinderaugen nicht erpressen lassen will, der wird notfalls und notwendig so handeln müssen, wie es im selben Monat, Januar 2016, Beatrix von Storch formulierte. Es ist soweit, schreibt sie auf ihrer Facebook-Seite. Wer das Halt an unserer Grenze nicht akzeptiert, ist ein Angreifer. Und gegen Angriffe müssen wir uns verteidigen. Ein erschrockener Leser der Facebook-Notiz fragt, ob also auch Frauen und Kinder mit Waffengewalt zurückgedrängt werden müssten. Frau von Storch antwortet lapidar, ja. In einer Wortmeldung im Deutschen Bundestag im September 2018 lässt Alexander Gauland keinen Zweifel daran, dass mit dem Abstraktum die Migration niemand anderes gemeint sei als die sehr konkreten Migrantinnen und Migranten. Und er will anschaulich machen, wer die da sind, im bedrohlichen Gegensatz zu uns hier, zu uns, die wir uns nur von diesen anderen Barbaren her definieren. In einer Aufzählung von Gewalttaten der vorangegangenen Zeit erwähnt Gauland neben gerichtsnotorischen Straftätern auch, und wieder kommt es mir auf seine Formulierungen an, er erwähnt drei Männer der Täterbeschreibung zufolge vermutlich Nordafrikaner, mehrere männliche Personen, die als dunkelhäutig beschrieben werden und Schläger der Beschreibung zufolge Südländer.
Bei diesen Ausdrücken ist Gauland sich keineswegs und erklärtermaßen keineswegs klar darüber, ob die so beschriebenen Menschen deutscher Nationalität sind oder nicht. Vielmehr setzt er selbstverständlich voraus, dass Menschen südländischen Aussehens nicht zu uns gehören können. Wie er umgekehrt von nordeuropäisch aussehenden Deutschen, die dieselben Gewalttaten begehen, nichts zu wissen scheint. Für die Schuldzuschreibung genügt es Gauland, der Täterbeschreibung zufolge vermutlich Nordafrikaner oder der Beschreibung zufolge Südländer oder überhaupt nur als dunkelhäutig beschrieben zu sein. Mit der Hautfarbe ist der Täter dingfest gemacht. Gauland beklagt nicht die Gewalt auf deutschen Straßen, sondern er beklagt, dass sie von den anderen ausgeübt worden ist. Denen da. In derselben Äußerung wird die Gewalt, die in Chemnitz von rechtsradikalen Deutschen gegenüber Ausländern auf der Straße verübt worden ist, oder vielmehr gegenüber allen möglichen Unbeteiligten, die der Beschreibung zufolge Südländer hätten sein können, sie wird heruntergespielt in Formulierungen wie diesem Satz hier, wörtlich wieder Gauland, über den faschistischen Mob in Chemnitz. Hunderte Chemnitzer machten spontan von ihrem demokratischen Grundrecht auf Versammlungsfreiheit Gebrauch. Sie taten ihre Empörung über die Folgen der Einwanderungspolitik der Kanzlerin kund. In derselben Wortmeldung im Bundestag hat Gauland noch einen weiteren Satz gesagt, der mir für diese manipulative Rhetorik des Behauptens und Ausweichens besonders charakteristisch erscheint. Denn für nichts von all dem, was Storch und Weidel, Höcke und Gauland sagen, wollen sie ja jemals haftbar gemacht werden. Der Satz lautet, wörtlich, nur 4 Worte lang, Hass ist keine Straftat. Hass ist keine Straftat? Dieser Satz folgt der Regel, widerspricht Behauptungen, die niemand aufgestellt hat. Niemand im Deutschen Bundestag hatte ja behauptet, Hass sei ein Straftatbestand. Viele aber hatten darauf hingewiesen, dass aus Hass und aus Hasspredigten Taten hervorgehen können, die einen Straftatbestand erfüllen. Gaulands Satz, Hass ist keine Straftat, spricht mit dem Pathos der Lakonie eine Banalität aus. Aber er suggeriert, dass auch die aus dem Hass hervorgegangenen Taten straffrei bleiben sollten. Und zwar dann, wenn der Hass berechtigt sei. Vollständig zitiert lautet nämlich sein Satz so. Hass ist erstens keine Straftat und hat zweitens in der Regel Gründe. Auch dies ist beim Wort genommen natürlich eine Banalität. Der Satz baut auf die vermeintliche Offensichtlichkeit des Banalen, aber er meint etwas anderes. Hass ist erstens keine Straftat und hat zweitens in der Regel Gründe. Das meint, begründeter Hass erzeugt begründete Straftaten. Und am Ende sind es da nicht einmal Straftaten gewesen, sondern nur Ausdruck der berechtigten Empörung über die Folgen der Einwanderungspolitik der Kanzlerin und Ausübung des deutschen Rechts auf Versammlungsfreiheit. Nur für Deutsche. In einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat Gauland diese Empörung gerechtfertigt mit dem Verständnis, das er aufbringen wolle, so sagt er, für diejenigen, für die Heimat noch immer ein Wert an sich ist und die als Erste ihre Heimat verlieren, weil es ihr Milieu ist, in das die Einwanderer strömen. Was hier Einwanderer heißt, sind Flüchtlinge. Was aber sind per Definition Flüchtlinge? Flüchtlinge sind doch eben diejenigen, für die Heimat noch immer ein Wert an sich ist und die als Erste ihre Heimat verlieren, weil sie nicht von Einwanderern vertrieben worden sind oder beim Rasenmähen gestört, sondern beispielsweise von Taliban oder IS-Milizen oder Wladimir Putin verfolgt. Fragen wir also über die fortwährenden negativen Ab- und Ausgrenzungen der anderen hinaus weiter, was denn in der Rhetorik der AfD uns, also die Deutschen, positiv unterscheidet von den barbarischen anderen dort. Die Antwortversuche, vor allen Dingen von Höcke und Gauland, verweisen immer wieder auf deutsche Kultur und Geschichte mit diesen Ausdrücken. Unsere deutsche Kultur und Geschichte. Dabei legen vor allem Höcke und Gauland zuerst und vor allem Nachdruck auf eine bruchlose Kontinuität dieser Geschichte bis ins Jahr 1945. Ein Beispiel gibt die noch immer nachlesenswerte Bemerkung Alexander Gaulands beim Kyffhäuser-Treffen der AfD 2017, eines seiner rhetorischen Meisterstücke, finde ich. Der Satz lautet,
Wenn die Franzosen zu Recht stolz auf ihren Kaiser sind und die Briten auf Nelson und Churchill, dann haben wir das Recht, stolz zu sein auf die Leistungen deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen. Offensichtlich sind hier mit dem Wir, in Analogie zu den Franzosen und den Briten, die Deutschen gemeint im Allgemeinen. Stolz sein dürfen sie auf die Leistungen deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen. Das Eigenartige an Gaulands Behauptung ist nicht diese Analogie. Das Eigenartige ist der Satzbau. Den zu bemerken kann man bei Klemperer lernen. Das Auffällige nämlich an Gaulands Satz ist seine Konditionalstruktur, seine Wenn-Dann-Logik. Sie unterstellt eine Zwangsläufigkeit nach dem Schema, wenn jeder Philosoph ein Mensch ist und Sokrates ein Philosoph, dann ist Sokrates ein Mensch. Also wenn tatsächlich alle Franzosen stolz auf Napoleon sein sollten und alle Briten stolz sein sollten auf Lord Nelson und Winston Churchill, warum sollte daraus folgen, dass die Deutschen stolz sein sollten auf Reichswehr und Wehrmacht? Wenn die Müllers stolz sind auf ihre begabte Tochter Erna, warum folgt daraus, dass ich stolz sein müsste auf die Leistungen meines kriminellen Sohnes Fritz? Oder andersherum, wenn die Engländer stolz auf Lord Nelson sind, warum sollten wir Deutschen dann nicht stolz sein auf beispielsweise Angela Merkel oder Olaf Scholz? Aber das Problem dieses Satzes liegt noch tiefer. Es fällt nämlich auf, wenn man ihn zum wiederholten Mal meditiert, dass Gaulands Vergleich semantisch asymmetrisch ist. Asymmetrisch, obwohl er ja gerade ein symmetrisches Verhältnis betonen soll zwischen dem Stolz der anderen und dem Stolz von uns. Auf der einen Seite stehen drei Personen, nämlich Napoleon, Lord Nelson und Churchill. Auf der anderen Seite hingegen steht ein Abstraktum, nämlich die Leistungen von Soldaten. Symmetrisch und erst dann die Analogie begründend wäre die Formulierung entweder, wenn auf der einen Seite die britische Armee im Zweiten Weltkrieg stünde und auf der anderen die deutsche Wehrmacht. Dann würde sie besagen, dass die Leistungen in der Niederschlagung des Nationalsozialismus ebenso bewunderungswürdig seien wie die Taten der Kämpfer für den Nationalsozialismus. Oder es stünde, falls es beim Vergleich historischer Personen bleiben sollte, es stünde auf der einen Seite der Oberbefehlshaber Winston Churchill und auf der anderen Seite der Oberbefehlshaber Adolf Hitler. Wenn die Engländer stolz auf Churchill sind, dann dürfen wir stolz sein auf Adolf Hitler. Je länger man die Äußerungen führender AfD-Vertreter anschaut, desto deutlicher wird, dass ihr Wir ebenso ambivalent ist wie ihr Umgang mit Begriffen wie das System oder die Revolution oder mit den Metaphern des Rassismus. Björn Höcke hat das in einer Dresdner Rede 2017 in mustergültiger Klarheit vorgeführt. Unser liebes Volk, sagt er und spielt wieder auf die Umvolkungshypothese an, unser liebes Volk ist im Innern tief gespalten durch den Geburtenrückgang sowie die Masseneinwanderung und es ist erstmals in seiner Existenz tatsächlich elementar bedroht. Die dafür verantwortlichen Feinde sind, so Höcke wörtlich, die Altparteien, auch die Gewerkschaften, vor allen Dingen auch die Angstkirchen, sie, immer noch Höcke wörtlich, sie lösen unser liebes deutsches Vaterland auf wie ein Stück Seife und einem lauwarmen Wasserstrahl. Aber wir, liebe Freunde, wir Patrioten werden diesen Wasserstrahl jetzt zudrehen. Wie muss man sich das unmetaphorisch vorstellen, hätte ich Höcke gern gefragt. Dass der Wasserstrahl der Parteien, der Kirchen und Gewerkschaften von der AfD zugedreht wird. Höcke fährt im selben Satz fort, als sei das die Erklärung, wir werden uns unser Deutschland Stück für Stück zurückholen gegen eine Regierung, die zu einem Regime mutiert ist. Höckes Freunde sollen diesen Aufstand des patriotischen deutschen Volkes gegen das Regime der Vaterlandsverräter vollbringen, als eine, wie er sagt, fundamental oppositionelle Bewegungspartei. Ich sehe von allem faschistischen Anklang an Goebbels Rhetorik ab und frage nur, wer ist gemeint mit dem Wir, dem in dieser zeitgeschichtlichen Perspektive unser Deutschland gehört? Wessen Deutschland ist unser Deutschland? Welche Bewegung ist es, die sich ihr liebes Volk und ihr liebes Vaterland zurückholt, weil es ihnen weggenommen worden ist?
Die diffamierten Parteien, die Gewerkschaften und Kirchen gehören nicht dazu. Daran lässt Höcke keinen Zweifel. Sie sind unserem Volk und unserem Vaterland so fremd wie die Einwanderer. Die Kirchen, Parteien, Gewerkschaften gehören zu den Barbaren. Und Alexander Gauland markiert auf seine Weise dasselbe, wenn er seine Zuhörer in Elsterwerder dazu verpflichten will, die Kirchen künftig zu Werkzeugen des Nationalismus zu machen. Es ist, sagt er, ihre Aufgabe, in den Kirchen dagegen zu wirken, dass dieses Land von der Erde verschwindet und sozusagen nur noch irgendeine uns fremde Bevölkerung hier lebt. Wir sind die Deutschen. Wir sind die Deutschen. Das heißt nicht etwa alle Bio-Deutschen. Es heißt schon gar nicht alle deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Höckes und Gaulands deutsches Volk, das sind zuerst nur ausschließlich ihre Gesinnungsgenossen. Gleich danach aber kommen dann die anderen, die Abtrünnigen im eigenen Land, die demokratisch Verführten, die zurückgeholt werden müssen. Aber wir, liebe Freunde, wir werden uns, unser Deutschland, Stück für Stück zurückholen. Fragen wir nicht nur nach dem Holen, fragen wir auch nach dem Wort zurück. Wohin ist zurück? Höcke setzt, wie Gauland und Weidel und andere AfD-Rednerinnen und Redner auch, Höcke setzt eine Zeitenwende voraus, einen Gegensatz von vorher und nachher. Vor dieser Wende, diesem jähen Abbruch einer bis dahin ununterbrochenen Kontinuität von 2000 Jahren, vorher war da, so sagt er, unser einst intakter Staat, unsere einst hochgeschätzte Kultur, unsere einst schöne Heimat, unsere einst stolzen Städte und natürlich unsere einst geachtete Armee. Wann genau war dieses Einst? Wann beginnt das gedemütigte, erniedrigte, verratene Jetzt? Höcke datiert seine Zeitenwende erstaunlich präzise, nur tut er es indirekt, über die Bande gespielt. Ganz richtig waren die Zustände nämlich, wieder wörtlich Höcke, vor der umfassenden Amerikanisierung und der nach 1945 begonnenen systematischen Umerziehung. Gut und richtig waren sie vor dem, er nennt dieses Datum ausdrücklich, vor dem 8. Mai 1945. Wir werden Frau Merkel jagen, hat Alexander Gauland am Abend der vorletzten Bundestagswahl mit Höckes Worten in die Tagesschaukameras gesagt. Und wieder, wir werden uns unser Land und Volk zurückholen. Nur scheinbar, das sollte deutlich geworden sein, meint diese Wendung unser Land und unser Volk die Deutschen, alle Deutschen. Nicht einmal die. Im Gegenteil, deren Mehrheit soll mundtot gemacht werden, zugunsten der Partei, die diejenigen Verhältnisse von Land und Volk wiederherstellen, zurückholen soll, die mit der Westbindung seit dem Mai 1945 verloren gegangen sind. Gaulands Satz, wir sind das Volk oder wir sind die Deutschen, besagt nicht, wir sind die Deutschen, alle, die wir hier sind, sondern dieser Satz besagt, uns gehört das Volk, uns steht es zu. Damit bin ich bei dem zweiten Begriff schließlich angekommen, mit dem die Frage nach einer positiven Bestimmung des deutschen Wir beantwortet wird. Und das ist nicht nur die Geschichte, sondern die kulturelle Identität. Ich benutze diesen Ausdruck in großen Gänsefüßchen, weil ich ihn für grundsätzlich problematisch halte. Die kulturelle Identität, das ist in der Sprache der AfD die Summe aller Wesenseigenschaften des Kollektivsubjekts deutsches Volk, richtiges deutsches Volk. Es ist charakteristisch für die Denk- und Redeweise der Rechten, diese Identität als eine räumlich und zeitlich stabile, als eine kontinuierliche und als eine mit einem biologischen Substrat, einem Volkskörper verbundene Sache anzunehmen. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Annahme der kontinuierlichen Geschichte, in der sich diese Wesenheit namens unser Volk entfaltet. Auf dem Bundeskongress der Jungen Alternative hat Alexander Gauland bekanntlich, wir alle kennen diese Metapher inzwischen sattsam, die NS-Zeit zum Vogelschiss der deutschen Geschichte erklärt. Aber es lohnt auch diesen Satz im Zusammenhang der Rede zu lesen und nicht auf das zur Provokation gedachte, als Provokation bewusst gesetzte Wort zu achten, sondern auf das, was daneben steht. Wir haben eine ruhmreiche Geschichte, sagt Gauland. Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte. Sonderbar ist Gaulands Wahrnehmung einer tausendjährigen Geschichte unter dem Aspekt ihres Erfolgs.
So undeutlich auch bleibt, woran sich eigentlich der Erfolg einer Nationalgeschichte bemessen lassen sollte, so deutlich erscheint als das eigentlich Verdammenswerte an Hitler und den Nazis ausschließlich ihre letztliche Erfolglosigkeit. Einen anderen Vorwurf haben Gauland und Höcke den Nazis nicht zu machen. Drastischer noch hat der stellvertretende Vorsitzende der AfD-Fraktion im Baden-Württembergischen Landtag, Emil Senze, gleich die gesamte deutsche Geschichte mobilisieren wollen für seinen Kampf gegen die Volksfremden. Wenn die demokratisch gewählte Landtagspräsidentin Muhterem Aras, deutsche Staatsbürgerin seit 40 Jahren, wenn sie von den Deutschen spricht und dabei wir sagt, dann versteht Senze das ausdrücklich als eine Provokation. Sie, sagt er, sie benutzt das Wir, als wäre sie hier voll integriert. Sie wird aber nie voll integriert sein, qua ihrer Herkunft. Qua ihrer Herkunft, das heißt, aufgrund ihrer ethnischen, sagen wir es deutlicher, aufgrund ihrer biologischen Zugehörigkeit zu einer nicht aus Deutschland stammenden Familie. Auf der Website der AfD-Fraktion Baden-Württemberg hat Senze das Gemeinte in einer Weise entfaltet, die an rassistischer Eindeutigkeit nichts zu wünschen übrig lässt. Unter seinem eigenen großformatigen Porträt erklärt er dort, als der unsägliche Judenmord stattfand, da hatten die Vorfahren von Frau Aras daran genauso wenig Anteil wie am Sieg Ottos des Großen über die Ungarn, an den Opfern der Bevölkerung im Dreißigjährigen Krieg, an der Reichsgründung Bismarcks oder an der Verabschiedung des Grundgesetzes. Entsprechend brauchen wir keine Belehrung von Frau Aras über den Holocaust, den sie sich hier wie eine nützliche Rosine für ihre Migrationsgesellschaft aus unserer Geschichte herausselektiert. Was Senze hier erwähnt, umfasst eine deutsche Stammtafel, die sich zurückverfolgen lassen muss bis zur Schlacht auf dem Lechfeld im Jahr 955. Das ist erheblich. Übersehen hat er, dass den Nachweis dieser Familiengeschichte mutmaßlich keine einzige der heute in Deutschland lebenden Familien erbringen könnte, nicht einmal Angehörige des ältesten Adels. Auch Opfer des unsäglichen, wie er sagt, unsäglichen Judenmordes selbst, die von deutschen Uniformierten aus Nachbarländern deportiert und dann auf der Rampe von Auschwitz mit seinem schauerlichen Ausdruck herausselektiert worden sind, auch die dürfen nicht mitreden. So wenig wie ihre Nachfahren. Keine Muslime, keine Juden, niemand, der nicht seit dem 10. Jahrhundert seine Familiengeschichte in Deutschland zurückverfolgen kann. Was dieser AfD-Abgeordnete als Voraussetzung verlangt für die Teilnahme überhaupt an gesellschaftlichen Debatten, als Voraussetzung der Teilnahme an Parlamentsdebatten, überhaupt als Voraussetzung einer Zugehörigkeit zum deutschen Staat, ist buchstäblich ein Arier-Nachweis. Was Senze ins Netz stellt, und niemand in der AfD hat ihm widersprochen, ist seine Neuformulierung von Hitlers Satz, eine Rassefremde könne keine Volksgenossin sein. Auch Alexander Gauland wollte da mithun und hat sich in einer der Küffhäuser-Reden bei den Jahrestreffen der AfD berufen auf die große deutsche Geschichte, Tradition und Kultur. Und er beginnt mit der Zeit Friedrichs II. Von Hohenstaufen um 1200. Dann springt er von den Staufern zu Luther und von Luther direkt in die Goethezeit. Die Goethezeit, erklärt er, und da horcht der Germanist in mir sofort auf, zum Beginn einer großen Zukunft. Denn, liebe Freunde, ohne die Goethezeit wäre die Bismarckzeit nicht möglich gewesen. Und dieser Satz bringt ihm überraschenden Applaus ein. Gauland fährt fort, was in der Bismarckzeit eben auch an diesem Küffhäuser-Denkmal seine Vollendung erlebte, das hatte Luther begonnen, das hatte Lessing fortgesetzt und das hatte die goethische Sprache vollendet. Was ist dieses das? Wörtlich Gauland, es ist die Dominanz deutscher Kultur und deutscher Sprache in Europa. Das ist die Kontinuität von Friedrich II. Von Hohenstaufen, Luther, Lessing, Bismarck, Goethe. Die Dominanz deutscher Kultur und deutscher Sprache in Europa. Die deutsche Literatur, Philosophie, Theologie der Jahrhunderte. Gauland begreift sie als nichts anderes, denn als Instrumente im Kampf um nationale Vorherrschaft. Ich werfe hier einen kurzen Blick auf den, da kommt mein angekündigter Exkurs und danach bin ich dann auch gleich fertig.
zum Islam in der deutschen Literatur. In derselben Kultur- und Literaturgeschichte, auf die sich Gauland so vehement beruft, als sozusagen Kronzeugen seiner eigenen rassistischen Vorstellungen. In dieser Literatur hat der Islam eine so große Rolle gespielt, dass man sagen, nicht nur darf, sondern muss, der Islam gehört zur deutschen Literatur. Und zwar seit dem 17. Jahrhundert. Es ist allerdings selten wahrgenommen worden, wie sich in der Fülle der interessanten Einzelfälle Kontinuitäten ausgebildet haben. Goethes westöstlicher Divan, das umfangreichste muslimisch inspirierte Buch der deutschen Literaturgeschichte. Goethes westöstlicher Divan, sein größtes Gedichtbuch, umfangreichstes überhaupt, ist in dieser langen Geschichte keineswegs eine exotische Ausnahme. Vielmehr bildet Goethes Divan-Buch die große Verbindungsstation zwischen aufgeklärter Neugier im 18. Jahrhundert und einer bis weit in die Moderne reichenden Kette von Dichtungen, die im Gespräch mit islamischen Welten entstehen, der Orthodoxien und der Heresien, der sunnitischen, schiitischen und sufisischen Traditionen. Wenn Goethe 1815 am Divan zu arbeiten beginnt, mitten in der Zeit, in der um ihn herum der deutsche Nationalismus seine Fratze zum ersten Mal erhebt und ausdrücklich gegen diesen Nationalismus. Wenn Goethe das 1815 tut, dann kann er bereits auf eine ganze Bibliothek deutscher Islamkenntnisse zurückgreifen. Auf seinem Schreibtisch liegen, und zwar schon seit der Jugend, schon beim frühen Goethe noch in Frankfurt am Main, auf seinem Schreibtisch liegen eine deutsche und eine lateinische Koranübersetzung, die er vergleichend studiert. Dort liegen auch die vielbändigen Forschungen der eben im 18. Jahrhundert entstandenen vergleichenden Religionswissenschaften, mitsamt den sie popularisierenden Zeitschriften. Auf seinem Schreibtisch liegt eine französische Biografie des Propheten Mohammed und das hasserfüllte Mahomet-Drama jenes Voltaire, der Mohammed zum Inbegriff religiösen Fanatismus erklärte. Unter den Stimmen, die in Goethes Dichtung mitsprechen, sind all diese, aber auch manche andere, die man leicht übersieht. Die Stimme jenes Gotthold Ephraim Lessing zum Beispiel, der wie viele seiner aufgeklärten Zeitgenossen im strengen Monotheismus und der Sittlichkeit des Islam die womöglich aufgeklärteste Form der Religion zu erkennen meinte. Es hat sich nicht genug herumgesprochen, dass Lessings religiöse Sympathien einer Art christianisiertem Islam, einem aufgeklärten christianisierten Islam gehören, in dessen Zentrum Sittlichkeit und Gottesverehrung stehen. Aber zu den Stimmen, die bei Goethe mitreden, gehört auch die Stimme des graziösen Wieland, seines alten Mentors, der in Dichtungen wie dem Oberon aus der orientalischen Märchenüberlieferung auf seine Weise das Traumbild einer Versöhnung von christlichem Westen und islamischem Osten entwarf. Und das war kein randständiges Werk, das war der Bestseller eines literarischen Zeitalters, eine Generation vor Goethe. Da sind auch die Stimmen der Reisenden, der Forschungs- und Handelsreisenden, die seit dem Barockzeitalter aus Persien und Arabien nicht nur Seiden und Gewürze mitgebracht hatten, sondern auch Poesie. Die schleswigsche Gesandtschaft beispielsweise, die unter nationalem Aufsehen 1639 aus Persien zurückgekehrt war, hatte zwar die erhofften Wirtschaftsverträge zwischen Schleswig und dem Iran nicht mitgebracht, aber ein literarisches Wunderwerk, Scheich Sadis persianisches Rosental. Der Universalgelehrte Adam Olearius von der Ostsee hatte diese Gedichte nicht nur in sein anmutiges barockes Deutsch übersetzt, sondern das Buch selbst so geistreich ausgestattet, das Buch, das man in der Hand halten kann, das man durchblättern kann, ausgestaltet als ein Spiel mit islamischer Kalligraphie und Ikonografie, dass Goethe in seinem Divan-Vorhaben auf beides zurückgreifen konnte, die Verse wie die Buchgestaltung. Denn Goethes westöstlicher Divan kommt, bevor man eine Zeile nur gelesen hat, von den Titelseiten, den beiden Titelseiten an, in arabischer und in deutscher Schrift. Eigentlich müsste man den westöstlichen Divan, wenn man ihn so mit seinem Titel nennt, immer zugleich mit dem persisch-arabischen Titel nennen, den Goethe ihm mitgegeben hat und den ich nicht auszusprechen vermag. Was mit dem forschungsreisenden Adam Olearius aus Schleswig und dem mitreisenden Barockdichter Paul Fleming begann, was sich in den abenteuerlichen Reiseschriften Engelbert Kämpfers und Carsten Niebuhrs fortsetzte, lauter im ganzen deutschen Sprachraum gelesenen Werken, das begründete zwei folgenreiche Tendenzen der Islamaufnahme in der deutschen Literatur im 16., 17., 18. Jahrhundert. Erstens, gelehrte Erkundung, reine Wissensneugier und poetische Aneignung
gingen immer Hand in Hand. Der Islam, die islamischen Kulturvorbilder wurden in deutscher Sprache imitiert, nachgedichtet. Und zweitens und infolgedessen überwog das respektvoll neugierige Gespräch beharrlich alle Neigungen zu einer orientalistischen Klischeebildung, die es natürlich auch gab. Wenn Goethe in seinen Selbstkommentaren zum Divanbuch über seine eigene Dichtung und seine Rollenspiele nachdenkt, dann zeichnet er sein eigenes Selbstbild zuerst nach diesen Vorbildern. Er stellt sich dar als einen, so sagt, schreibt er selbst, als einen reisenden Kaufmann, der seine Dichtungen aus Arabien und Persien importiert und Neugierigen wohlgefällig darbietet. Schon für das Bild des inspirierten Genies hatte Goethe sein Vorbild in derselben Kultursphäre gefunden. Der jugendliche Versuch Goethes, ein Mahomet-Drama zu schreiben, das Fragment blieb, sollte den Weg des Titelhelden nachzeichnen, den Weg des Propheten von der beseligenden Offenbarung in die politische Gewalt und zurück in die Reue und die reine Frömmigkeit des Sterbenden. Vorbild und Mahnung in eins. In diesem Bild, im Bild des Propheten Mohammed, stellt Goethe auch sich selbst dar. Von diesen goethischen Dichtungen aus verzweigen sich die literarischen Wege so sehr, dass ich mich gleich dem Ende des Exkurses nähere. Aber ich will das doch noch erwähnen. Wie Georg Daumer und August von Platen die Mystik des Hafiz auf Goethes Spuren weiterwandernd literarisch neu entdeckten, so gab Friedrich Rückerts makellos schöne Übertragung des Koran in deutsche Verse deutschen Lesern des 19. Jahrhunderts endlich eine Ahnung von der Klangschönheit des arabischen Originals. Und wem das alles, diese Fülle an Bildungskultur, zu hoch war, der konnte in Karl Mays Orientromanen, beginnend mit Durch die Wüste, aufgeklärte Lehrbücher finden des zeitgenössischen Wissens über die Welten der Muslime, über ihre Glaubensgründe und Glaubenspraktiken, über ihre Konflikte mit Christen, Juden und Jesiden, über Intoleranz und ihre gesellschaftlichen Funktionen. Karl May, jawohl, Durch die Wüste und bis zum Schut. Frappierend kenntnisreich, sympathisierend und voller guten Willens zum Verständnis. Eines guten Willens, der sehr viel größer ist in meiner Lektüre von Karl May als die kolonialistischen Vorurteile. Aber auch über den Höhenkamm führten wunderliche Wege weiter. Rainer Maria Rilke etwa, wer weiß es, entwirft 1907 in einem Gedicht mit dem Titel Mohammeds Berufung die Urszene dichterischer Offenbarung, die für ihn selbst zum Vorbild für seine Duineser Elegien wird, seine größte lyrische Dichtung. Nach dem Vorbild der Inspiration Mohammeds dichtet er sie. Über den Künstler müsse es kommen, schreibt Rilke während der Arbeit. Über den Künstler muss es kommen, so gut wie über Mohammed mindestens. Während des Ersten Weltkriegs schreiben der expressionistisch schwärmende Klabund-Freund Bertolt Brechts und der sozialistische Aktivist Friedrich Wolf unabhängig voneinander über Mohammed als den Verkünder einer Menschheitsversöhnung im Zeichen eines kommenden Gottesfriedens. Klabunds heute vergessener Mohammed-Roman lässt am Ende Mohammed, Moses und Christus einander weinend vor Glück und Verständigung in die Arme sinken. Eine sentimentale Szene. Sie ist Höhepunkt, aber nicht Endpunkt der literarischen Islam-Anverwandlung in der deutschen Kulturgeschichte. Goethe jedenfalls hätte die Szene gefallen. Wenn Islam heißt, Gott ergeben sein, so hat Goethe geschrieben, dann muss man sagen, in diesem Islam leben und sterben wir alle. Ende des Exkurses, letzter Absatz. Was also macht die alle gesellschaftlichen Gruppen und Generationen, alle Gegenden und Gebräuche, alle kulturellen Bewegungen und Epochen verbindende Einheit von uns aus? Was macht die Identität unseres deutschen Volkes aus in der Sichtweise der AfD und der parlamentarischen Rechten überhaupt? Nein, es ist keine gemeinsame Religion, keine verbindende Weltanschauung, keine Kultur- und Literaturgeschichte in deutscher Sprache. Es ist ausschließlich die deutsche Sprache, auf die man sich hätte beziehen können. Jakob Grimm, der von Grimms Märchen, der Begründer eines Faches, dem er den Namen Germanistik gab. Jakob Grimm hat in der Paulskirche 1848 gesagt, ein Volk ist der Inbegriff aller Menschen, welche dieselbe Sprache reden. Mehr nicht? Werde ich immer wieder gefragt? Nein, mehr nicht. Der Begründer der Germanistik, ein Patriot, weiß Gott, sagt, die Sprache ist das Einzige,
was zu einer Nation verbinden kann. Wer die Sprache spricht, gehört dazu. Und das ist ja unendlich viel mehr, als man auf den ersten Blick begreift. Zu dem, was als verbindende Kultur wahrgenommen werden kann, gehören ja alle in dieser Sprache formulierten Weltsichten, Religionen, Lebensweisen, Anschauungen über Zeiten und Räume hinweg. Und zwar im Plural, in der Vielfalt der vielen Identitäten, die das Reichtum und das Glück einer so verstandenen Nation wären. Natürlich umfasst der Begriff Kultur mehr als nur die Sprache und das sprachlich Geformte. Aber was immer an Konventionen, Umgangsformen, Institutionen und Gebräuchen in den Kulturbegriff eingeht, das erweist sich doch jedes Mal als regional oder zeitlich oder sozial so begrenzt, dass man beim besten Willen kein kontinuierliches Kollektiv Wir daraus ableiten kann, das von Schleswig bis Südtirol, von Aachen bis Zwickau immer und über die Zeiten hinweg dasselbe sein sollte. Nur die historisch sich entwickelnde und wandelnde Sprache ist das, was wir alle gemeinsam haben. Und genau diesen einfachen Gedanken hat im Mai 2017 die Integrationsbeauftragte, der damalige der deutschen Bundesregierung, wiederholt, in lakonischer Kürze. Im Berliner Tagesspiegel hat sie geschrieben, eine spezifisch deutsche Kultur jenseits der Sprache ist schlicht nicht identifizierbar. Jakob Grimm hatte es nicht anders gesagt. Nun ist diese Integrationsbeauftragte, Aydan Özoğuz, aber eine deutsche Staatsbürgerin, die aus einer türkischen Familie stammt und einen türkischen Namen trägt. Sie hat geschrieben, eine spezifisch deutsche Kultur jenseits der Sprache ist schlicht nicht identifizierbar. Und dieser Umstand hat ihren Satz in den Ohren von Höckes völkisch-rassistischen Truppen wie Hohn klingen lassen. Vor AfD-Anhängern im Eichsfeld hat Alexander Gauland über Frau Özoğuz bemerkt, und auch hier ist der ganze Satz wichtig, nicht nur das böse Schlagwort. Ladet sie mal ins Eichsfeld ein und dann sagt ihr, was spezifisch deutsche Kultur ist. Danach kommt sie nie wieder her und wir werden sie dann auch Gott sei Dank in Anatolien entsorgen können. Nicht nur das Entsorgen sollte hier aufhorchen lassen, das für Schlagzeilen sorgte und sorgen sollte, sondern noch zwei andere Aspekte. Erstens, warum wird Frau Özoğuz eigentlich, wenn ihr von den Bewohnern des Eichsfeldes gezeigt worden ist, was spezifisch deutsche Kultur ist, warum wird sie anschließend nie wieder herkommen? Welches Spezifikum der deutschen Kultur sollte hier Frau Özoğuz vermittelt werden? Welcher Art ist diese Vermittlung, wenn die Adressatin anschließend entsorgt werden muss? Und zweitens, wer ist das Wir, das Frau Özoğuz in Anatolien entsorgen lassen will? Es sind, folgt man Gauland, die Besitzer der spezifisch deutschen Kultur. Aber diese Leute gleichen in Gaulands Satz zum Verwechseln Bandenmitgliedern, die es ihren Opfern erst richtig zeigen, sie dann erledigen und schließlich entsorgen. Gaulands Sprache ist auch hier wahrhaftig nicht die Sprache Lessings, Wielands und Goethes. Sie ist und bleibt bloß der schlecht verkleidete Jargon von Gangstern. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Littering. Da muss man echt erstmal ein bisschen, das muss man sacken lassen. Mal schon Ohren tief Luft holen, finde ich. Ja, und damit würde ich die Runde jetzt eröffnen. Für Fragen haben wir schon welche. Ich komme mal auf die Teilnehmerliste. Es gibt im Chat, ich hoffe, das können alle sehen, den Hinweis auf ein sehr schönes Buch von Karl-Josef Kuschel, der auch sonst zur Internationalität der deutschen Nationalkultur sehr schöne, grundlegende Dinge geschrieben hat. Danke für den Hinweis. Genau, und dann hat Herr Şahin Ertuğrul eine Frage, bitte. Vielen herzlichen Dank, Herr Littering, für diesen aufschlussreichen Vortrag. Ich habe nur eine kurze Frage. Sie sprachen eher von rechten Ecken, von AfD, von Gauland etc. Was die deutsche Kultur anbelangt, haben wir ja seit einigen Jahren schon eine Diskussion, die markiert ist in dem Begriff Leitkultur. Und Leitkultur ist ja nicht als ein Begriff verstanden worden in der Öffentlichkeit, der ein amorpher Begriff wäre, sondern
man hat, oder die Politik hat sogar versucht, es mit klaren Konturen zu zeigen. Der ehemalige Innenminister, Bundesinnenminister, hat es ja schon auch mit 10-Punkte-Katalog sozusagen versucht zu klären. Ist das nicht die deutsche Kultur? Danke für den Hinweis, Herr Schein. Das ist dieses Schlagwort, das uns ja leider immer noch verfolgt, ist eine schauerliche Missgeburt, glaube ich, weil sie wieder auf dem eben angedeuteten Missverständnis beruht, das einfach faktisch falsch ist, also gar nicht, glaube ich, Gegenstand von Meinungen und Einstellungen, dem Missverständnis, dass es all die Dinge, die man zu Kultur rechnet, also nicht nur Kunst und Literatur und solche Dinge, sondern auch Umgangsformen, Brauchtum, Redeweisen, solche Sachen, Kleidung, als ob das etwas sei, das im ganzen deutschen Sprachraum im Wesentlichen gleich sei und das über zumindest die letzten Jahrhunderte auch im ganzen deutschen Sprachraum gleich gewesen sei. Je genauer man hinguckt, desto mehr zerfällt einem diese Vorstellung. Ich habe immer wieder gefragt, ist die deutsche Leitkultur katholisch? Ist sie evangelisch? Ist sie atheistisch? Ist sie links oder rechts? Ist sie eher ostfriesisch oder vielleicht auch eher sächsisch oder oberbayerisch? Man kommt zu gar nichts. Es ist dieselbe Frage, auf die hin eben Jakob Grimm 1848, seitdem hätte man es lernen können, dieses ganz zurückgenommene, aber auch ganz einfache und klare Konzept entwickelt hat. Nämlich Kultur ist das, was sich in einer gemeinsamen Sprache artikuliert. Indem man so ansetzt, setzt man von vornherein voraus, dass das, was in Sprache artikuliert wird, einerseits allen verständlich sein muss, alle können teilhaben an diesem Gespräch, das die Kultur ist, andererseits aber so vielseitig ist, wie das die Leute sind, die da sprechen. Wenn man Kultur von der Sprache aus definiert, ist man das Problem dieses Essentialismus, was ist Deutschheit, von Anfang an los. Und das war die, glaube ich, unverändert gültige Idee sowohl Goethes als auch Jakob Grimms. Vielen Dank. Dann haben wir noch Herr van der Velden. Herr Dietering, herzlichen Dank für diesen wunderbaren Vortrag. Also es war wirklich, mir geht es auch so, ich muss erstmal schlucken, aber es war sehr, sehr dicht, aber sehr erhellend dann auch wieder. Ich würde mich fragen, welche Bedeutung für diesen deutschen Kulturbegriff der AfD-Politiker, die Sie genannt haben, hat Ihrer Meinung nach dieses Narrativ des Deutschseins im Deutschen Kaiserreich, also gerade so im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts, weil ich sag mal, da ist bei Ihnen Karl May sehr gut weggekommen und natürlich, wir haben Wilhelm II., der Ende des 19. Jahrhunderts seine Orientreise macht und da sich als großer Fan des Islam in Damaskus am Grab von Saladin outet. Auf der anderen Seite ist das aber auch die Zeit, wo man mit einer sehr starken Entgegensetzung von einem angeblich archaischen modernitätsfremden Orient und einer angeblich so aufgeklärten und modernen deutschen Gesellschaft arbeitet. Das sind doch eigentlich die Narrative, die ich immer wieder finde, auch bei der AfD. Also inwieweit wird da im Grunde genommen so ein Narrativ des 19. Jahrhunderts, Hayden White hätte vom Chronotope geredet, reaktiviert? Ja, sehr schön. Danke für den Hinweis. Das Deutsche Kaiserreich ist ja zugleich die in deutscher Sprache stattfindende Frühmoderne. Und deshalb findet man auf engstem Raum, manchmal in denselben Verlagsprogrammen oder denselben Ausstellungshäusern, die gegensätzlichsten Konzepte direkt nebeneinander. Der Kaiser selbst, Kaiser Wilhelm, entwirft ja dieses heute absurd erscheinende, aber damals ungemein verbreitete Bild, also Poster, von der buddhistischen Gefahr. Die gelbe Gefahr, also die Überwältigung jetzt nicht durch Muslime oder Juden oder Afrikaner, sondern durch Chinesen. Die gelbe Gefahr erscheint im Bild des Buddha. Das ist dieses Bild, das auf einen Felsen zeigt, im Vordergrund, auf dem die Deutschen stehen, begleitet von der Germania in ihrer Rüstung, also alles so eine Wagner-Szenerie. Und der Engel, der mit dem Schwert, der Engel Gabriel, weist hinaus in die Ebene und in der Ferne sieht man eine riesige Feuersbrunst herankommen und über den Flammen thront der meditierende Buddha. Völker Europas, wahrt eure heiligsten Güter, schreibt Kaiser Wilhelm unten drunter. Das ist dieselbe Zeit, in der in China, in der deutschen kleinen Kolonie Tsingtau, der geniale Übersetzer Richard Wilhelm, der ausgeschickt worden war als deutscher christlicher Missionar, zum Übersetzer der chinesischen Klassiker wird und aus Tsingtau Buch für Buch die Klassiker der chinesischen Philosophie und Literatur nach Deutschland schickt. Eine unglaubliche Transformations- und
Akkulturationsleistung vollbringt. Er sagt selber, ich bin zum Missionar in Gegenrichtung geworden. Karl May, der rührendste Nachruf auf den natürlich unglaublich naiven, aber auch liebenswürdigen Karl May, ist geschrieben worden von jemandem, bei dem man es nicht erwarten würde, nämlich von Bertha von Suttner, der ersten Friedensnobelpreisträgerin, die den pazifistischen Roman Die Waffen niedergeschrieben hat. Bertha von Suttner weist darauf hin, dass Karl May in seinen Büchern, die voller kolonialistischer Klischees sind, natürlich, er hat die Bilder ja alle irgendwo her, er war ja nirgends an diesen Orten, dass diese Bücher sich unablässig darum bemühen, diese Klischees zu überwinden, unterschiedliche Kulturen darzustellen, Sprachen, Religionen, die miteinander im Gespräch sind und sich immerfort versöhnen. Also die Versöhnungsszenen bei Karl May sind viel stärker ausgeprägt als die abenteuerlichen Kampf- und Kriegsszenen. Davon ließen Sie jetzt eine ganze Fülle von Beispielen nennen. Und eine meiner Arbeiten als Literarhistoriker hier in Göttingen, in meinen Vorlesungen zum Beispiel, jedes Semester ist es, an diese verschütteten, toleranten, weltoffenen, kosmopolitischen Traditionen in der deutschen Ideen- und Geistesgeschichte zu erinnern. Ich habe ein Semester lang eine Vorlesung gehalten über den Islam in der deutschen Literatur. Und da kamen die neuen jetzt Autoren, die selber aus Einwandererfamilien kommen, wie Lavi Kermani, die kamen nur am Schluss vor. Ich wollte zeigen, dass im sozusagen Kernbereich der deutschen Literaturgeschichte mit eigentlich allen großen Namen, die man da erwartet, der Islam eine wesentliche Rolle spielt. Nicht monologisch, sondern im Dialog mit unterschiedlichen anderen Religionen und Weltansichten. Dieses Ineinander und Gegeneinander gerade ist das, was für die deutsche Kulturgeschichte so kennzeichnend ist. Und ich glaube, nicht nur für die deutsche. Ja, Herr Reinbold, und dann haben wir noch eine Frage aus dem Chat. Und ich denke, dann würden wir erstmal die Diskussionsrunde für diese Einheit beenden. Ganz herzlichen Dank, Herr Detering, für diesen sehr beziehungsreichen und inspirierenden Vortrag. Ich bin an einem Wort hängen geblieben und da Sie ein Germanist sind, wollte ich die Chance nutzen, das zu diskutieren, zumal das Milieu, in dem wir uns hier bewegen, ein Milieu ist, in der nach meiner Erfahrung dieses Wort sich sehr stark gerade ausbreitet. Und ich persönlich halte es für ein Unwort und wollte gerne hören, wie Sie das sehen. Sie haben unter anderem das Wort Biodeutsch in den Mund genommen. Und das ist ein Wort, was sich ja rasend verbreitet, gerade immer, wo es um Integration, Migration geht. Ich höre es in manchen Wochen jeden zweiten Tag und zucke immer zusammen, weil für mich klingt dies Bio nach Blut und Rasse und damit eigentlich nach Arisch. Und das wollte ich gerne hören, wie Sie das sehen oder ob Sie eine Deutung haben, mit der ich mich zufriedenstellen kann, weil ich bin sonst jemand, der immer aufsteht und sage, bitte nicht dieses Wort, weil wir spielen der AfD, die es ja gerne verwendet natürlich, in die Hände in dem Moment, wo wir das Deutsche irgendwie an eine Art von Bio knüpfen, auch wenn das ja lustig klingen mag und für viele, glaube ich, lustig klingt. Aber was anders soll dieses Bio denn bitte sein als Blut? Das ist mein Vorurteil. Ich würde gerne hören, ob Sie das Wort verteidigen würden oder wie Sie es verstehen. Danke. Nein, kein Stück. Ich sehe es genauso wie Sie, Herr Reinbold. Ich habe es auch in dem Vortrag nur in diesem Sinne einmal verwendet. Und zwar als zynische Karikatur dessen oder Offenlegung dessen, was Höcke und Gauland und Weidel sagen. Ja. Die wollen, und es liegt mir sehr daran, die Krassheit dieses ideologischen Untergrundes, wo immer es geht, freizulegen, die wollen das Deutsch sein und das heißt auch die Berechtigung zum Beispiel zur Beteiligung an öffentlichen Diskursen, zur Beteiligung sogar an Parlamentsdebatten, die wollen das Recht an die buchstäblich verstandene physische, biologische Herkunft knüpfen. Frau Özehus darf nicht mitreden, obwohl sie Parlamentspräsidentin ist, sie darf in diesem Parlament nicht mitreden, weil ihre Vorfahren aus einem anderen Land gekommen sind. Weil der Körper der Mutter, der sie geboren hat, nicht in Deutschland zur Welt gekommen ist. Das meine ich, ist eine Vorstellung, die mit dem Biodeutsch vielleicht eher verniedlicht wird. Es ist eine genuin und tief rassistische, menschenfeindliche Vorstellung. Nur so würde ich diesen Ausdruck verwenden. Ja, anders also ist ja gar nicht brauchbar. Ich kann für mich sagen, ich leide wirklich darunter. Ich höre das in Roten, in Grünen, in migrantischen Milieus, gerade von Muslimen, wahnsinnig oft, dass gerade von den jungen Leuten, die das dann sagen, wenn sie sich abgrenzen wollen von so Leuten wie mir. Ich bin dann Biodeutsch. Und Vorsicht, Kinder, Vorsicht. Ja, ja klar, damit heben wir Paragraph 116 des Grundgesetzes aus und wir sind genau da, wo die Nazis 1920 angefangen haben, mit diesen Volksgenossen und diesem ganzen Irrsinn. Und im Grundgesetz steht Gott sei Dank nichts von alledem. Danke. Ja, vielen Dank. Ich stoße mich auch mal an den Begriff Wurzeln, ja, kulturelle Wurzeln oder sonst irgendwas, also die tief im Boden verankert sind und mich dazu zwingen, jeden Tag Hummus zu essen
und orientalische Musik zu hören, was auch immer das sein mag. Genau, die letzte Frage dann aus dem Chat von Herrn Keimann. Was ist der gleiche Kulturkreis, in dem wir heute UkrainerInnen verorten, den wir gestern den SyrerInnen abgesprochen haben? Beide Gruppen sprechen nicht die deutsche Sprache. Ja, das ist eine gut gestellte und natürlich sarkastische Frage. Genauso ist es mir auch eingefallen, als ich das jetzt bei den Straßenumfragen zum Beispiel im Fernsehen sah. Ich glaube, die Antwort kann wieder beschämenderweise nur eine rassistische sein, weil die so ähnlich aussehen wie wir und weil sie sich so ähnlich anziehen wie wir. Das macht sie als Flüchtlinge akzeptabel, wobei ich jetzt gerade mitkriege, dass die Querdenker und AfD-Leute jetzt auch anfangen, ambivalent zu werden und in ihren Chatrooms offenbar sehr konträr darüber diskutieren, warum wir jetzt plötzlich Flüchtlinge aufnehmen sollen, nur weil sie so aussehen wie wir. Also die Putin-Verteidigung auf der radikalen Rechten ist schon in vollem Gange wieder. Aber natürlich liegt es nur daran, dass Frauen, die ein Kopftuch tragen, Männer, die merkwürdige undeutsche Vornamen tragen, was weiß ich, aussehen. Und das ist nicht nur, dass sie anders sind, sondern dass sie auch muslimisch sind, weil sich inzwischen einfach das Feindbild Muslim und Islam so etabliert hat, dass es ziemlich genau dieselbe Funktion in diesen Debatten hat, wie das Wort jüdisch oder Anspielungen auf jüdisch sein, auf die jüdische Nase, die jüdischen schwarzen Locken, was weiß ich, was für jüdische Merkmale, jüdischen Knoblauchgeruch sind, weil auch dieselbe Arsenal von simplifizierenden Merkmalen in den 1910er, 20er Jahren. Die Redeweise von dem Islam, man muss einfach Frau Weidel am ehesten zu beobachten, glaube ich, die vollzieht das am konsequentesten, entspricht genau analog den antisemitischen Redeweisen. Und da fallen dann eben Leute, die nicht muslimisch konnotiert sind, wie die Ukrainerinnen, nicht runter. Das ist alles, was sie den Syrerinnen voraus haben.